Lieber Jan. Oh Gott. Hey, Tarek. So jetzt. Heute machen wir was Verrücktes, nämlich der Jan Böhmermann fährt mein Elektroauto durch Köln. Wir reden über die E-Mobilität, quatschen über Ladekarten, Lademöglichkeiten, liegen bleiben mit dem E-Auto, Langstrecke oder was auch immer. Es war sehr unterhaltsam mit Jan. Ich hoffe, ihr bleibt schön dran und abonniert den Kanal, damit ihr in Zukunft eventuell so ganz andere und interessante Videos nicht verpasst. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit Jan und Tarek. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, ihr Lieben. Nein, das ist keine neue App, die KI generiert, sondern das ist der echte... Wer ist das? Ich heiße Jan Böhmermann. Hallo Tarek, grüß dich. Hallo Jan. Vielen Dank für die Einladung. Endlich sehen wir uns mal wieder. Echt, ey. Vielen Dank, dass du endlich mal die Zeit gefunden hast, mit mir im Elektroauto zu fahren. Ihr Lieben, heute gibt es im Video ein Interview mit dem Jan Böhmermann. Und zwar, ich möchte wissen, was ist der Jan für ein Autofahrer? Ja? Wie steht er zu der E-Mobilität und allgemein zu der Mobilität? Und wir quatschen einfach mal. Ich bin schon mal losgefahren, obwohl ich das jetzt nicht angekündigt habe. Ich sitze in Tareks Auto. Es ist ein, was ist das hier? Honda? Ja. Was ist das? Steht doch da auf dem Lenkrad, guck mal. Klar, Kia. Kia, okay. EV6. Du kannst gerne geradeaus fahren. Ja, ist klar. Lieber Jan, erstmal wirklich im Namen der Community, danke, dass du uns alle überraschst und danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben uns mit dem Jan wie kennengelernt? Das fragt ihr euch jetzt bestimmt alle. Ja, wir haben uns vor dreieinhalb Jahren, genau, bei unseren, als wir Elektroautos getestet haben. Also du testest ja immer noch Elektroautos, hauptberuflich quasi. Genau. Und ich habe das, bevor ich auf voll elektrisch umgestiegen bin, habe ich alles getestet, was es gab. Und da waren wir in Erftstadt an einer Ladesäule, die einzigen auf so einem komplett verlassenen Rastplatz. Ich hatte, glaube ich, damals den Mustang. Genau. Und ich hatte einen ID3 von Volkswagen zum Testfahren. Und da haben wir uns dann unterhalten und ein bisschen gequatscht während des Aufladens. Ohnehin, man kommt ins Gespräch, wenn man elektrisch unterwegs ist, weil man immer ein bisschen warten muss. Es war ein verregneter Tag, werde ich nie vergessen. Genau. Die Säule war nämlich, die eine, wo wir standen, war defekt. Und dann kam er an mit dem ID3, wollte schon rückwärts ran. Ich so, mach mal Fenster runter, Junge. Ne? Ich weiß ja nicht, wer da drin sitzt. Ne? Der macht das Fenster runter mit so fragenden Augen. Ich so, die Säule ist defekt. Ja, weil ich das nicht wusste. Also wie immer, ich hatte auch keine Ahnung, wie das funktioniert damals. Also das war, obwohl es war nicht mein erstes Auto. Ja. Was ich getestet habe. Aber ID3, das war, da war ich schon tiefer drin im Testleben. Okay, aber Jan, ich muss das jetzt erzählen. Mhm. Ich ja, leicht Alzheimer, kennt ihr ja, ne? Ich so, ich kenne dich irgendwoher. Wie heißt du denn so? Jan Böhmermann. Ich so, ach so, alles klar, genau. Jan. Ihr wart zu zweit unterwegs. Damals war dein Fuß noch heile. Ja, wie genau. Wie geht's denn eigentlich? Mittlerweile geht's meinem Fuß ganz gut. Du kannst auf jeden Fall einigermaßen laufen eben. Ich kann einigermaßen laufen oder humpeln, so wie man es nennt. Auf jeden Fall, seitdem irgendwie, er folgt mir auf Instagram, ich folge ihm auf Instagram, ne? Aber dieser Mann ist beschäftigt. Und endlich. Super beschäftigt. Ja, absolut. Auch teilweise mit Klagen und so, aber ja, damit, ich klag dich nicht an, keine Sorge. Ja, weiß man nicht, wie das hier ausgeht am Ende. Auf jeden Fall, wir fahren heute elektrisch. Jan, dein Auto momentan ist ein... Voll elektrisches Auto. Ja. Die Marke kann ich leider nicht nennen, das wäre zu teuer für die Firma, die Marke zu nennen. Aber es ist ein, ich habe lange getestet und habe mich dann am Ende für ein Auto entschieden. Und fahre das jetzt auch schon ein bisschen länger und habe da auch schon 65.000 Kilometer. Wow, das heißt, du warst auch Langstrecke schon damit. Super viel Langstrecke. Und ich muss auch sagen, ich nerv alle in meinem Freundes- und Bekanntenkreis mit Elektromobilität. Niemand hat Bock, sich mit mir darüber zu unterhalten. Deswegen bin ich, also gucke ich zum Beispiel deine Videos, auch eure Langstreckenfahrten und so. Und freue mich, dass ich heute mal ausführlich endlich mal über eines meiner absoluten Lieblingsthemen sprechen kann: elektrisches Auto. Mega geil. Wie kamst du auf die E-Mobilität damals überhaupt? Wie kam die Idee? Also vorher Benziner gefahren, auch alles, beziehungsweise Diesel, immer auch nur Autos geleast und so, weil ich immer gedacht habe, ah ja, komm, ich will kein Auto besitzen und wer weiß, wie lange ich das noch brauche. Muss aber sagen, ich bin aus einer Autofahrerfamilie. Also leider macht mir Autofahren sehr viel Spaß und es ist eine angenehme Art des Fortbewegens. Und aber irgendwann merkte man schon so, als die ersten Hybrid aufkamen und so, ich habe recht früh mit dem Twizy mal gefahren, schon vor 10 Jahren, fast über 10 Jahren. Renault Twizy, weißt du, dieser Zweisitzer. Ja klar, natürlich. Alles so super experimentelle Sachen habe ich immer schon interessant gefunden. Auch die Geschichte von Elektroautos, dass die eigentlich eher da waren und irgendwann dann das Benzin Elektro verdrängt hat. Und habe immer damit geliebäugelt, aber habe mich so ein bisschen gescheut davor umzusteigen, weil es ja doch
was anderes ist. Aber ich habe letztens ein Video gemacht mit dem Titel, die Deutschen wollen keine gebrauchten E-Autos und neue mittlerweile auch nicht. Was denkst du darüber? Ich meine, ist das wirklich so? Wie ist das in deinem Umfeld? Du hast ja gesagt, nee, ne? Bist quasi fast der Einzige, oder? Also auf der Arbeit haben wir jetzt auch, die Dienstautos sind auch elektrisch. Das langsam fällt es ein bisschen, aber ich glaube, vielen fällt es schwer. Dieses Kopfding, du musst es ja wirklich wollen und dass du dich ins Auto setzt und weißt, ich kann 1000 Kilometer durchfahren, so bis zum Ziel, das wollen viele Leute in Deutschland, glaube ich, weiter beibehalten. Und viele Leute haben einfach Schiss, wie das ist, wenn man was Neues macht. Ich muss aber dann dazu sagen, ich war auch immer, was so Computer angeht zum Beispiel, Anfang der 90er hatten wir in der Familie einen der ersten Computer irgendwie im Bekanntenkreis. Ich habe immer Spaß an so Pioniersachen, hatte die erste elektrische Kamera, war hinter dem ersten Smartphone hinterher. Ich finde es einfach spannend, neue Sachen auszuprobieren. Blitzer, Vorsicht, aber wird gerade repariert hier. Ich finde es einfach spannend, neue Sachen auszuprobieren. Und das hat mich dann daran gereizt. Und ich, ehrlich gesagt, nach einer Woche habe ich mir geschworen, nie wieder was anderes. Du bist 2 oder 3 Jahre jünger als ich. Du bist 43, 44? 43. Was war dein erstes Auto? Citroën CV, eine Ente. Ach, geil. In Bremen? In Bremen. Du bist ja ein Bremer Jung. Ja, genau, aus Bremen, Bremen-Nord. Und das war das war auch nicht meiner, den habe ich geliehen. Und da war Werbung drauf von einem Buchladen. Und deswegen konnte ich ihn günstiger fahren. Und bin dann da so zwei Jahre, das war mein erstes Auto. Und dann hatte ich einen Polo Fox. Oh, okay. Als nächstes Auto. Das war das erste richtige Auto. Auch so von meiner Tante vermacht. So einen ganz alten noch, Polo Fox. Und dann eigentlich immer Golf, ehrlich gesagt. So okay. Ach, was ist so ein VW-Mensch? Ich bin Deutscher. Naja. Okay. Thema E-Mobilität. Du hast einige Ladekarten, glaube ich, schon dir zugelegt. Ich habe dir eben gerade, als ich zu euch gekommen bin, habe ich dir mein Ladekartenbuch gezeigt, das ich zufällig mit dabei habe. So ein Teil, ey. So ein dickes Oschi. Also ich habe ganz viele, erstmal natürlich, wenn du anfängst, Elektroauto, beschäftigst du dich damit, okay, was machst du jetzt? Kurzstrecke, kein Problem. So, in der Stadt aufladen, auch kein Problem. Aber was machst du denn, wenn du mal eine längere Fahrt machst? Wenn du zum Beispiel nach Berlin fährst von Köln aus. Ja, genau. Oder wenn du mal nach München fährst oder wenn du in Skiurlaub fährst oder in die Berge fährst oder eben Langstrecke. Da musst du dich schon so ein kleines bisschen vorbereiten. Und da habe ich tatsächlich dann, ich meine, bin 43, ich habe diesen Prozess auch in anderen Techniksegmenten schon hinter mir, als zum Beispiel man früher immer gucken musste, wo war das Telefonieren am günstigsten. Da musste man irgendwie in Tabellen gucken oder hatte dann Telefonkarten, welche war am günstigsten. Also das Prinzip kennt man ja, man sucht sich Ladenetzwerke aus und ich habe mich dann dafür entschieden, mich bei 3 oder 4 Ladenetzwerken anzumelden und auch Ladenetzwerke mit unterschiedlichen Preiskategorien und unterschiedlicher Abdeckung, dass ich auf jeden Fall, wenn ich dieses Büchlein dabei habe und mein Handy tot ist, trotzdem immer aufladen kann. Genau. So, das ist das Grundprinzip. Er ist genauso ein Ladekartenmensch wie ich. Ich hasse es, mit Apps rumhantieren zu müssen an irgendeiner Säule. Du bist vielleicht in deiner Tiefgarage, hast keinen Empfang oder so, dann stehst du da. Ne? Aber findest du nicht, denkst du nicht, dass jemand, der einen Dieselliter, sagen wir mal, der umsteigen möchte, und der sagt, warum soll ich mir den Kopf zerbrechen mit den ganzen Tarifen, mit dem Dschungel, Kartendschungel, Preise? Ich habe an jeder Ecke eine Tankstelle und ich weiß Pi mal Daumen, wie teuer der Sprit ist. Naja, aber da machst du dir auch keine Gedanken um die Tarife. Das sind ja auch unterschiedliche Tarife, die du dann an deinen Tankstellen siehst. Klar kannst du dann gucken, wo ist das günstigste, und ich finde es schon intransparent. Also man weiß oft nicht, also was zum Beispiel ein riesen Fuck-up ist, ist die Standgebühr, also nach 4 Stunden. Gerade wenn du an kurzen Ladesäulen... Blockiergebühr. Die Blockiergebühr, genau. Wenn du an Nicht-Schnellladesäulen auflädst und dann wirklich länger stehst und dann kommst du am nächsten Tag, guckst in der App und siehst 48 Euro abgezogen, obwohl du nur 7 kW gezogen hast oder sowas. Ja. Das fuckt natürlich ab und es lädt ein zur Intransparenz, aber das sind so diese Kinderkrankheiten, die du hast, immer wenn was neu anfängt, und das buche ich alles als Pioniergeld und irgendeiner muss anfangen mit dem Scheiß. Was gefällt dir denn besonders an der E-Mobilität? Ist es der Umweltgedanke irgendwo, weil wegen emissionsfrei, oder ist es das Fahrgefühl? Was war das, was dich gekickt hat? Also ich finde primär den Umweltgedanken gut. Ich finde, wir sind in einer Transformationsphase, so technologisch. Individuelle Automobilität ist noch wichtig. Das wird vielleicht weniger wichtig. Die Infrastruktur ist dafür noch nicht gebaut. Und irgendwie wollte ich weg von diesem, ich habe irgendwie Diesel an den Händen und tue eine Flüssigkeit in ein Auto und die verbrennt dann da. Und irgendwie ein großer Teil der Energie ist Wärme, die Motorhaube ist heiß. Es ist alles irgendwie so. Abstriche musst du sowieso machen. Es gibt die perfekte Lösung immer noch nicht. Genau. Aber die Elektromobilität ist auf jeden Fall deutlich näher dran als die fossile Energie. Absolut. Und wenn wir nicht runterkommen, erstmal in den nächsten 10, 20 Jahren,
von individueller Automobilität, dann müssen wir gucken, welchen Antrieb wir dann wählen. Und das ist eigentlich, das macht Sinn. Hast du zu Hause eine Lademöglichkeit? Hast du PV irgendwie? Nee, Photovoltaik habe ich nicht auf dem Dach. Aber es gibt, ich habe auch keine eigene Lademöglichkeit. Aber es gibt so, vom Energieversorger gibt es so günstige Plätze. Mhm. Und das ist echt total easy, weil da nie einer steht. Mhm. Deine Langstrecke, gab es schon mal Probleme? Oh Gott, ich habe keinen Saft mehr im Auto und es ist keine Ladesäule in sich. Ich musste erstmal, bevor ich umgestiegen bin auf vollelektrisch, das war wirklich ein Akt, weil ich musste mich auch psychologisch ready machen. Es ist im Grunde genommen so wie mit Rauchen aufhören oder wie jede große Umstellung im Leben. Es ist gar nicht, war echt nicht einfach und deswegen hat es viele Jahre gedauert und ich habe viele Elektroautos erstmal getestet. Ich habe auch mit Tesla angefangen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich habe mit Tesla angefangen, weil damals gab es, ich weiß nicht, ob es sie immer noch gibt, diese Verleihfirma UFO Drive, die hat Teslas vermietet. Mhm. Alles App-basiert, konnte man immer vom Flughafen abholen und ist dann mit dem Tesla rumgefahren. Was gefällt dir nicht so an Tesla oder gibt es auch Sachen, die dir gefallen? Also ich finde, das Interface ist gigantisch, das Grundkonzept, alles gedacht von der Bedienbarkeit her. Das Ladeinfrastruktur. Es ist wirklich sehr schlau, aber der Nachteil ist, dass das einfach klapprige Autos, einfach scheiß klapprige Autos. Und mir ist Spaltmaß und so, ist mir echt scheißegal, bis zu dem Moment, wo ich sehe, was das bedeutet, wenn das nicht stimmt. Das ist leider echt ein Abfuck. Ich muss fairerweise sagen, da hat sich Tesla stark verbessert. Ja. Ich bin ja selbst auch kein Tesla-Fan, aufgrund von vielen verschiedenen Sachen, die ich immer erwähne. Ich brauche ein Display hinter dem Lenkrad oder ein Head-Up-Display. Ne? Ich komme mit der Bedienung nicht so recht. Ich finde das Fahrwerk ein bisschen zu hart. Ich finde die Sitze ein bisschen unbequem bei Model 3. Aber die Qualität, Spaltmaße und so weiter, das ist deutlich besser geworden. Ja, ich hatte vor allem das Problem, ich habe an den Ladestationen, das sind ja dann diese Tesla Supercharger, hab ich halt gedacht, okay, was sind das für Leute, die diese Autos fahren? Das hat mir eigentlich nicht so... Hat mir nicht gefallen. Das war irgendwie die Vibes waren mies und ich hatte irgendwie so das Gefühl, das sind keine geilen Leute. Und, und fand es unfreundlich und fand es viel netter, als ich an offenen Ladestationen stand und Leute mit verschiedenen Marken kennengelernt habe. Mhm. Irgendwie in Hamburg dann mal einen norwegischen Polestar-Fahrer, euch mit dem Mustang damals in Erftstadt an dem Ding. Also die netteren Gespräche waren auf jeden Fall außerhalb der Tesla Supercharger und die netteren Leute. Und das fand ich irgendwie cool. Okay, jetzt werden die ganzen Fanboys kommen und die Hater kommen und sagen, boah, der basht hier die Tesla-Fahrer. In meiner Community, wirklich, ich bin ein offener Kanal für jede Marke, sind die Tesla-Fahrer die nettesten. Ich will da auch gar nicht judgen. Ich bin auch natürlich ein spezieller Typ. Ich bin ja auch nicht einfach. Ne? Also wahrscheinlich werden da 6 Tesla-Fahrer an der Ladestation gedacht haben, ach du Scheiße, jetzt kommen die zu uns bei Tesla. Also ist ja immer von beiden Seiten. Okay. Als sie mich gesehen haben, weißt du, ist immer von beiden Seiten. Aber ich habe es nicht gefühlt und ich finde den Chef problematisch. Ich finde den Pioniergedanken, das finde ich wirklich toll. Mhm. Und ich finde es toll, dass die mit großen Schritten gezeigt haben, wie es geht. Und dass auch zum Beispiel VW das immer noch nicht gecheckt hat. Also wenn du dir die Interfaces anguckst bei den ID-Modellen, wirklich an, das ist echt richtig scheiße. Und da ist Tesla deutlich besser. Ne? Das also tut sich aber mittlerweile auch was. Ich muss wieder jetzt eingreifen. Ja, du bist ja viel besser. Ich bin ja bedient, ich habe Auto jetzt, ich brauche nicht mehr, aber ich... Aber wie wichtig ist, ich merke schon, Software, Bedienung und UI ist schon wichtig für dich. Super wichtig, weil ich will nicht das Gefühl haben, ich bediene meine Heizung im Keller irgendwie, wenn ich im Auto sitze. Ja, weil wenn Apps, Usability bei Apps ist wichtig und das ist so der Standard, das hast du jeden Tag in der Hand auf deinem Handy, warum soll das Auto dahinter zurückfallen. Thema Ladeplanung, nutzt du das bei deinem Auto? Ich meine, wenn du jetzt auf Langstrecke bist oder denkst du, ach komm, wenn ich so bei 30% bin, dann suche ich mir entlang der Route die nächste. Das ist ganz Unterschied. Also das ist nochmal ein ganz anderes Kapitel. Also Langstreckenplanung und überhaupt Langstrecken... Was plimmt der denn hier die ganze Zeit? Er sagt, gleich kommt ein Blitzer. Ist das Auto schlauer als ich? Manchmal. Ich möchte eigentlich nicht in Geräten setzen, die schlauer sind als ich. Wollen wir uns was zu trinken holen irgendwo? Ja, gerne. Vielleicht kommt eine Tanke irgendwann. Ja, wenn eine Tankstelle kommt. Genau. Ist es nicht geil, wenn man an Tankstellen vorbeifährt, dass man denkt, tja, hier halte ich nur zum Getränke kaufen. Ja. Ja, ne? Wobei, es gibt auch Tankstellen, die rüsten mittlerweile gut nach. Shell, Aral, super, die Aral-Station. Aral macht das richtig gut. Absolut. Unbezahlte Werbung übrigens. Ja, alle Marken heute. Den können sie sich eh nicht leisten. Alle Marken heute, ne? Auch Kia, ey, hier.
dass ich mit eurem Auto fahre, wirklich geschenkt. Nein, aber das ist ja mein Auto. Das ist dein Auto. Ich danke dir diesmal. Wie kommst du damit zurecht? Ich finde es super. Also gefällt mir gut. Mhm. Ist, vor allen Dingen finde ich es das super, dass es ein Auto ist, was von außen nicht so dicke eiermäßig rüberkommt. Ich finde diesen ganzen SUV-Ansatz, das verstehe ich überhaupt nicht. Mhm. Warum es entweder vollkommen ungeile Elektroautos gibt mit so einem blauen Streifen drauf, mhm, wo du schon stigmatisiert bist, wenn du dann direkt einsteigst und alle sehen, da kommt das Elektro-Arschloch. Mhm. Oder halt Autos, die dreimal breiter sind, als sie sein müssen, wo alle denken, da kommt einfach ein normales Arschloch, mhm, mit so einem Riesenauto. Das finde ich irgendwie, da haben sie noch nicht den Mittelweg gefunden. Ich hätte gerne ein tolles Auto, wo du innen das Gefühl hast, super, aber von außen einfach, denk doch mal an normale Leute in Deutschland, die nicht, man will nicht immer angeben und will nicht irgendwie der Geilste sein, sondern einfach ein nettes Auto haben. Und das gefällt mir ehrlich gesagt ganz gut. Ich finde auch den Ioniq 5 ganz gut, ehrlich, mhm, gesagt. Mhm. Ich weiß nicht, bin da auch schon mal mit gefahren und finde den irgendwie, da sind auch nette Leute immer drin im Ioniq 5. Gab es auch Autos, die dir nicht so gefallen haben? Wobei, komm, diese Frage lieber nicht. Doch, kann man, ja. Ey, das ist ja total subjektiv. Und ich kann das, weißt du, Tesla-Fahrer sagen, nee, ich schwöre auf Tesla. Ich habe echt viele Tesla gefahren, Tesla S, Tesla 3. Und als ich dann aber gesehen habe, dass die Modellnummern von Tesla einfach, dass das Wort sexy ergibt am Ende, mhm, das fand ich einfach auch dann so scheiße und dachte so, oh Mann, ey, das ist echt unsympathisch. Mhm. Es gibt Leute, die stört es nicht, mich belastet das dann irgendwie. Mhm. Da achte, mhm, ich dann schon so ein bisschen drauf. Mhm. Ich fand den Wagen nicht schlecht, habe mich dann am Ende aber so auch aus Gefühlsgründen, das ist wie so eine Lederjacke tragen oder sowas. Mhm. Das eine echte Lederjacke. Da denke ich dann auch mal, ja, bestimmt sieht das toll aus, wenn man das mag, aber man trägt dann ja am Ende auch die Haut von einem Tier und will man das so die ganze Zeit im Kopf haben, mhm, sowas bei Tesla. Ich finde, bei den ID3 habe ich dann als nächstes gefahren, als wir uns getroffen haben. Und das fand ich so wie so ein geiles Volkswagen-Konzept, also komplett Understatement, leider für meinen Geschmack zu sehr Understatement. Mhm. Und da hatte ich ein richtig, da war ich unterzuckert und bin dann irgendwie von Pulheim nach... Zurück? Mhm. Nico, ich fahre geradeaus nochmal. Ja. Ich kenne, okay, mich doch hier aus. Das ist doch meine Hut hier. Okay. Wo Köln so ein bisschen ländlicher wird, da vorne, da können wir da. Wir sind hier jetzt irgendwo jetzt Richtung Bergheim. Bergheim, Pulheim, das ist hier meine Hut. Und ID3. Und den fand ich underwhelming. Also echt unspektakulär und so ein, mhm, kleines bisschen. Mhm. War ich unterzuckert beim Testen und das hat mich leider... Was hältst du von Hypercars, die E-Autos mit 1000 PS? Gibt es ja jetzt von Lotus, es gibt jetzt von Porsche Taycan einen. Das ist für Leute, die auch gerne schnelle Autos, also die dieses Gefühl beim Autofahren brauchen, dass sie da irgendwie was repräsentieren müssen durch Geschwindigkeit. Und das gibt es ja beim Benziner auch. Das ist ja im Elektrobereich nicht anders, dass da Leute... das dann nutzen zur Selbstproduktion. Das finde ich eher ein bisschen anstrengend, wobei diese Autos, also Lotus zum Beispiel oder der, das habe ich in New York gesehen, wie hieß der denn nochmal? Ist das der Lotus? Nicht der Lotus, Lucid. Ja. Das sieht natürlich irre aus und, mhm, ist natürlich, aber das wäre mir, da hätte ich einfach zu Schiss. Also wir machen auch Schramm im Auto nichts. Ja, okay. Ah, okay, du bist so einer. Bist du auch einer, der penibel immer sein Auto putzt oder sagst du auch 6 Wochen keine Waschanlage oder 6 Monate? Nee, also Waschanlage von außen, ich bin dann ökonomisch, muss man dann denken. Es gibt Leute, die waschen jeden Samstag ihr Auto und ich gucke dann mal auf den Wetterbericht, ob sich das lohnt, das zu machen. Okay. Und wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, am Wochenende spazieren gehst durch Wiesen und Wald, und dann alles irgendwie mit Matsch im Fußraum ist, dann mache ich den Wagen auch sauber so. Also, okay, eher nach Bedarf. Okay. Was wolltest du fragen? Ich habe Probleme wolltest du Nein, fragen? Deine Lieblingsreiseziele mit dem Auto. Also ich fahre gerne Langstrecke. Ich bin Autourlauber, immer schon gewesen und finde das, ich finde Reisen im Auto auch deswegen toll, weil man was von der Landschaft mitbekommt. Und seit ich Langstrecke elektrisch fahre, fühlt sich das noch besser an. Ja. Weil ich nicht denke, ja, ich lasse irgendwie meine Abgase da, mein Auto. Ich bin, wie gesagt, 65.000 jetzt runter. Das heißt, ich bin im Bereich, der jetzt bin ich absolut CO2. Ich glaube, bei 30.000 ist so der Kipppunkt Break-Even gewesen. Ja, manche sagen schon 130.000, ne? Je nachdem. Ich bin lange damit gefahren und da gibt es unterschiedliche. Auf jeden Fall ist es deutlich umweltfreundlicher als mit dem Benziner. Vor allen Dingen lokal emissionsfrei, das ist schon mal Fakt. Und leise, außer die Reifengeräusche. Und ich fahre wahnsinnig gerne Langstrecke. Ich bin schon gefahren runter nach Südosteuropa, Richtung Slowakei, Kroatien, bin runtergefahren Richtung Spanien, Portugal, cool, Südfrankreich. Wir waren in Andalusien, habe ich gesehen. Genau. Wir waren auch in Portugal letztes Jahr. Ja, das Geile war, also das war die Reise, als ich dann gesagt habe, okay, ich fahre jetzt nach Portugal.
Da merkte ich dann, es muss mehr geplant werden, weil Portugal von der Ladeinfrastruktur, die waren als eine der ersten im Land, haben die eine flächendeckende Ladeinfrastruktur aufgebaut, bevor es europäische Standards gab. Ah, okay. Das heißt, die Portugiesen haben so eine eigene Softwarelösung. Du kannst mit vielen in ganz Europa gültigen Karten zum Beispiel in Portugal nicht aufladen. Da musst du die Mio-App zum Beispiel. Stimmt. Hast du auch die Mio-App gehabt? Ich habe die Shell Recharge-Karte benutzt. Oder so. Stimmt. Die Recharge-Karte, genau. Die ist auch inzwischen gut breit. Die hatte ich damals noch nicht, als ich da war. Aber Ionity-App und so weiter ging nicht zum Beispiel. Genau, selbst die Ionity-Station MBW in Portugal. MBW ging nicht, ne? Selbst die Ionity-Station in Portugal, da gibt es Ionity-Stationen. Richtig. Die funktionieren aber nicht mit der Ionity-Karte oder der Plug-Surfing-Karte oder sowas. Da musst du halt eine App nehmen, die nur in Portugal gültig ist. Das war so ein bisschen tricky und da musste ich echt viel planen. Aber das hat super funktioniert. Und was mir auffällt, zum Beispiel bei Langstreckenfahrten, man ist viel entspannter. Ja. Ich bin total entspannt. Macht dir das Laden was aus? Überhaupt nicht. War das nicht? Am Anfang eine Umgewöhnungsphase? Nein, überhaupt nicht, weil es muss ohnehin einer im Auto, muss immer auf Toilette. Ja. Einer ist irgendwie immer, hat Bock, mal sich die Beine zu vertreten. Und das sind ja auch nur 15 Minuten. Also ich versuche immer zwischen 20 und 70 zu bleiben, damit so die optimale... Aber nervt dich die Reichweitenverluste im Winter nicht? Nervt dich das nicht? Nö, also im Winter... Machst du auch keine Langstrecke? Naja doch, also wenn du mal nach, keine Ahnung, in die Berge fährst oder in den Schnee oder sowas, dann schon. Der Verbrauch steigt ja durch die Heizung. Ja, andererseits ist das... ist mir das jetzt nicht so unangenehm aufgefallen. Ich fahre den Wagen ja auch nicht runter auf null, sondern du fährst ihn ja eh immer, hast ja immer Luft von 20%, versuche immer zu lassen, sowieso. Und jetzt will ich mal quatschen und gleichzeitig fahren, da wirst du überholt von den Leuten. Ja, ich weiß, in Bergheim, ich bin zu langsam für hier. Wir sind in Bergheim, Leute. Ja, normalerweise, ich weiß, man fährt normalerweise 100 und ich habe mich gedemütigt von Nachbarn hier überholt. Der Jan fährt hier gemütliche 70, weil man auch 70 nur fahren darf. Genau, hier schon. Nee, aber ich finde, das ist sehr entspannt, Langstrecke viel entspannter als mit dem Benziner. Man hat nicht mehr, wenn man einmal diese Umstellung hat, diese komische Not, dass man durchheizen muss. Du hast sowieso das Durchheizen fällt weg und man merkt, wie gut es einem tut. Und man merkt aber auch, wie schlecht die Raststätteninfrastruktur gerade in Deutschland ist. Das macht einen natürlich fertig. Wenn ich zum Beispiel nach Norddeutschland, Nordeuropa fahre, versuche ich echt immer den Umweg zu machen über Holland, weil da die Fastnet-Stationen sind, gefallen mir super. Ich finde, die sehen gut aus. So einfach. Ja, und überdacht. Sind überdacht. Es ist mit Photovoltaik oben drauf. Genau. Die Raststätten sind besser und schöner. Und hier ist eine Sackgasse. Guck mal. Zeig mal ruhig, wo wir jetzt hier sind. Guck mal da. Land- und forstwirtschaftlich verkehrfrei. Lieber Gruß nach Willendorf. Aber wir sind nicht Land- und Forstwirtschaft, sondern wir wenden jetzt hier einfach genau, mal. Genau, der Jan macht das jetzt hier. Ich kann auch rückwärts fahren. Guck mal, 360 Grad View. Ja. Hat das dein Auto auch? Das hat mein Auto auch. Und das ist hier beim Kia ist das so, dass wenn man auf rückwärts schaltet, dann fährt eine Drohne nach oben und filmt einen von oben und überträgt das Bild da drauf. Ne? Genau, du hast immer eine Drohne dabei. Oh, ein schicker blauer EV6. Ah, guck mal, auch ein EV6. Ja, gleiche, siehst du, genau. In Bergheim die Leute, die wissen, die haben natürlich alle Grundstücke hier und Lademöglichkeiten. Hier im ländlichen Bereich habe ich würde auch sagen, mehr Elektroautos gesehen als in Gölle. Thema Ladeinfrastruktur, Autobahnen. In Frankreich haben die so aufgeholt jetzt. Ja. Das ist der Wahnsinn, was da in den letzten 24 Monaten passiert ist. Echt crazy. Trotzdem finde ich, gerade zu Ferienzeiten ist Frankreich echt anstrengend. Da habe ich aber zum Beispiel in Frankreich, als ich in Frankreich, durch Frankreich gefahren bin, total viele Ladestationen mit Hänger gesehen, was ich vorher, also wo du wirklich auch mit Wohnwagen reinfahren kannst, was ja immerhin gut zu wissen ist, dass es das gibt oder Leute mitdenken. Ich finde es total krass, dass du auf Langstrecken, wie sehr du auf Langstrecken auf die Raststätten angewiesen bist und die Qualität der Raststätten. Und wenn ich Unternehmer wäre und mich irgendwie das reizen würde, Geld zu verdienen mit sowas, würde ich jetzt anfangen, mega geile Raststätten zu bauen mit einer geilen Ladeinfrastruktur, weil in 5 bis 10 Jahren ist das, glaube ich, Schlüssel. Ne? Also das ist echt wichtig, dass du eine geile Rast hast, wo du irgendwie kannst du Sachen verkaufen, schönes Restaurant, schöne Auswahl, geile Ladestationen, die funktionieren, vielleicht wo man auch sieht, wie viele Leute da stehen, ob sich das lohnt, da rauszufahren und so. Das funktioniert ja auch nicht immer. Was für eine App benutzt du eigentlich zum Planen? Better Route Planner, ist das ein bisschen so? Ich nutze mein Auto, ganz ehrlich. Ich gehe hier auf Suche und dann suche ich mir zum Beispiel Ladestationen entlang der Route. Und das macht er wunderbar. Vor allen Dingen habe ich hier eine geile Filtermöglichkeit zu sagen, zeig mir Charger ab 50 kW Leistung oder ab 150 oder ab 200. Und ich kann mir die Anbieter auch aussortieren, hier im Navi. Und so mache ich das immer. Der hat auch eine Ladeplanung.
aber das nutze ich selbst nicht mehr. Immer wenn ich so im Akku 30-20% habe, dann gucke ich, wo ist die nächste Möglichkeit? Weil, Jan, ich achte mittlerweile auch drauf, gibt es Gastronomie dabei? Ne, gibt es Pinkelmöglichkeiten? Und hast du die markiert oder hast du irgendwie Favoriten schon? Nö, habe ich nicht. Weil das wäre das nächste Ding, Stichwort Geschäftsidee. Mhm. Wenn es sowas gäbe, also früher war ADAC Raststättenplaner total wichtig. Mhm. Inzwischen nutzt man es nicht mehr, aber eigentlich müsste man es wieder einführen, weil es total wichtig ist, was die Raststätten zu bieten haben. Und gerade wenn du elektrisch unterwegs bist, ist das einfach echt, du willst an einem geilen Ort sein. Und wo ein schöner Spielplatz ist, wenn du mit Kindern unterwegs bist oder wo du was machen kannst und nicht einfach nur sitzt und irgendwie dich fürchtest, muss man auch mal sagen, dass gerade diese ersten geförderten Ladesäulen auf ziemlich miesen Rastplätzen dastehen, wo die LKW-Fahrer damals, hinscheißen. Wo wir uns getroffen in Erftstadt, das war echt ein echter Angstort. Ja. Ne? Das ist nicht geil, da zu laden. Und das ist ja, wenn du da irgendwie mit mehreren im Auto bist, easy. Ja. Aber wenn du da alleine unterwegs bist, nachts um 1 Uhr, bist du in verloren. So einer Masturbationsecke für LKW-Fahrer aus aller Herren Länder, das muss ja nun nicht sein. Ne? Thema Deutschland, Langstrecke, Tempolimit. Ja oder nein? Ich bin ehrlich gesagt für die Einführung eines Tempolimits, weil du ökonomisch fährst du mit maximal 120. Es macht mir eh keinen Spaß mehr zu fahren. Ich finde die Autopilot-Funktion in meinem Auto und wahrscheinlich hier auch, sind so komfortabel, dass du einfach straight einstellst und dann fährst du einfach. Du siehst ja beim Elektroauto, auch das ein Teil der Umstellung, du siehst, wie viel Energie du verbrauchst. Mhm. Und du siehst, was für ein Wahnsinn das ist, sobald du über die 120 kommst. Was soll der Scheiß? Warum? Und du siehst auch durch die Streckenplanung, dass du am Ende vielleicht 3 bis 4 Minuten schneller da bist. Mhm. So, wenn du mit 180 durchballerst. Warum, außer dass du deine Eier zeigen musst, warum sollte man es mal? Es gefährdet alle anderen, es macht Stress auf die Straße. Und wenn du im Ausland fährst, in Frankreich, in Holland, es ist viel entspannter und Elektromobil. Ich finde es natürlich auch toll, auf der 555 mal irgendwie den Wagen auszufahren. Mhm. Aber die meisten sind, ist der auch abgeriegelt hier bei 200 oder wie viel? Oder? Nee, der schafft nur 194. Oder 194. Aber das macht, du siehst als elektrischer Fahrer, fährst du ökonomischer, natürlich, ist Sinn der Sache. Das hast du mehr drin, es macht Sinn und ich finde es trotzdem reizvoll, an der Ampel alle anderen wegzublasen mit irgendwie einer ordentlichen PS-Zahl, weil die Kraft halt direkt auf die Straße geht. Also wenn man es braucht, reicht mir das an der Ampel und ich halte dann auch gerne bei 50 an und übertreibe es dann nicht. Aber die lange Strecke und Rasen, ich bin für eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Okay. Ich bin sogar gegen das Wort Tempolimit, weil es so klingt, als würde einem was weggenommen werden. Es gibt einfach einem die Freiheit, entspannt auf der Autobahn zu sein und nicht so einen komischen Wettbewerb zu machen. Ich kann nur bestätigen, sobald ich zum Beispiel aus Holland nach Deutschland reinfahre, hinter der Grenze bin, schon klebt einer am Arsch. Ja. Schon mit Lichthupe und mach Platz, Junge. Ohne mal so ein bisschen automobilen Rassismus mit einzuflechten. Am schlimmsten sind die Leute, die dann nach Deutschland fahren und damit nicht umgehen können, dass wir hier zu Lande so schnell fahren können, wie wir wollen. Wenn du das in Holländer hinter dir kleben hast, wo du genau siehst, der schwitzt gerade so unter den Armen, weil er 140 fährt zum ersten Mal in seinem Leben, ist ja auch am Ende ein Sicherheitsrisiko. Ich finde wirklich, entspannt euch mal. Man kommt sowieso an. Und wenn du siehst, mit der Planung siehst du, wenn du durchgefahren wärst mit 160, wärst du 3 Minuten eher angekommen. Und dafür jetzt diese ganze Debatte, diese ganzen toten Menschen jedes Jahr, das ist echt gefährlich. Ne? So, Getränke sind an Bord. Leckere Pepsi, habe ich mir Pepsi gekauft. Tarek, dankeschön. Nein, wir werden nicht von Cola bezahlt. Aber apropos Jan, du bist ja jemand, der halt in der Öffentlichkeit steht, der auch bekannt ist. Du hast ja 1 Million Follower auf Instagram. Wie sieht das bei dir aus? Hast du Kanalpartner, Werbepartner, nein, irgendwie sowas? Nein, das Ding ist, ich arbeite ja publizistisch. Also du bist Journalist, immer noch offiziell? Nein, ich verkaufe meine Inhalte nicht gegen Geld an Firmen. Das ist nicht das Konzept. Mhm. Das heißt, das stimmt nicht ganz. Ich arbeite auf der einen Seite fürs ZDF. Mhm. Das ist ein öffentlich-rechtlicher Sender. Mhm. Und da schließt sich Werbung sowieso schon mal aus. Mhm. Und auf der anderen Seite für Spotify. Da bin ich quasi in beiden Welten, in der privaten Medienwirtschaft und in der öffentlich-rechtlichen. Aber ich finde, das habe ich vor 15 Jahren immer mal entschieden für mich selber. Ich finde Werbung nicht, möchte ich das nicht gerne, mache ich das nicht gerne. Aber du hast ja im Radio angefangen. Du hast ja mit 1 Live viel gemacht, du hast ja Podolski, hast du ja auch. Bei Lukas Podolski, genau hier. Das ist auch seine Hut hier. Sindorf, genau. Ich meine, was ich sagen wollte, du bist ja aber so in dem Metier auch irgendwie groß geworden, wo Werbung halt eine Rolle spielt, eine große Rolle spielt. Ja, genau. Für die Refinanzierung von Inhalten. Ich finde nur, wenn man Werbung macht und gleichzeitig noch journalistisch arbeitet und irgendwie integer sein möchte, ist das wahnsinnig schwer, diesen Spagat
zu machen. Also deswegen bin ich da sehr hinterher. Zum Beispiel, also keine Produkte zum Beispiel mit meiner Visage drauf zuzulassen oder Leute, die es kommerziell ausnutzen wollen, wenn das ungenehmigt ist. Ach, ich habe mal Bock auf Honig bekommen jetzt. Das ist so eine Sache, weißt du? Das fragen sich immer viele, ja, warum, was soll denn der Scheiß und so. Ja, das ist, ich weiß, es liest sich immer schön, wenn man da sagt, es ist ein einfacher armer Imker. Aber die Wahrheit ist leider eine andere. Es ist einfach ein PR-Unternehmer, dessen Job es ist, PR- und Marketingkonzept an Unternehmen zu verkaufen, die den Anschein erwecken, dass es sich um Naturschutzmaßnahmen handelt. Aber am Ende ist es ein Unternehmer und der weiß natürlich genau, was er macht. Und ich will einfach keine Produkte mit meiner Visage drauf haben. Alles gut. Shops. Alles ist schön und gut. Wie kannst du es nur wagen, mit einem Gewehr im Studio zu schießen? Ja. Wie kannst du es nur? Ich meine... Oh Gott. Ja, es ist zum Glück ich habe die Schlagzeilen gelesen. Es ist zum Glück niemand gestorben. Ey, das ist anormal, ne? Was die Schlagzeilen, wie die Schlagzeilen waren. Boah, Gewehreinsatz, da wird geschossen und so weiter. Alter. Also kannst du natürlich abmelken und so, aber ich... Nein, ich habe mir diesen Clip angeschaut. Du merkst doch, dass dieser Schuss... Erstens ist das eine Platzpatrone, ja? Nein, es ist nicht meine Patrone. Oder das ist alles mit in der Postproduktion gemacht. Ja, ja, genau. Das hat nicht mal geknallt. Das ist eine Plastikwaffe gewesen. Genau. Mein Gott, Alter. Mit Effekten, ey. Aber dann diese Schlagzeilen. Naja. Ich meine, das muss echt nervend sein. Nein, es ist nicht nervig. Das gehört ja zum Job dazu. Ich kann da schon mit umgehen. Das Ding ist nur... Ich finde Werbung und sich selber kommerziell, also man kann das machen und ich verurteile das auch gar nicht. Es gibt Kollegen, liebe Freunde von mir, die machen das und das ist deren Philosophie und das ist einfach nicht meine. So, fertig. Und ich möchte es gerne weiter selber entscheiden, wie ich kommerziell verwertet werde oder nicht. Und deswegen zum Beispiel auch, also es gibt natürlich Kia, es gibt aber auch den Ioniq 5, es gibt natürlich auch Tesla, alles super Autos, Volkswagen, Mercedes, alles BMW, genau. Jetzt nennen wir alle mal hier. Ich bin letztens in Holland im EQE gefahren, im Taxi EQE, weil die dürfen in Amsterdam gar nicht mehr reinfahren in die Innenstadt, wenn die keinen Elektromotor haben, ab 2026. Cool. Und da saß ich in so einem EQE, der Fahrer war ein alter Taxifahrer, ganz klassischer Benzintyp. Und der hat mir auch so ein bisschen was von seiner Umstellung erzählt, dass er privat... wenn auch Benziner fährt, der Dienstwagen, sein Taxi, aber ein E-Auto ist und es ihm erst richtig Spaß macht, seit er eine eigene Ladestation am Haus hat. Mhm. Weil früher war das so, da musste er seinen Dienstwagen umständlich an irgendwelchen weirden Tankstellen aufladen. Findest du das richtig, wie Holland das macht? Oder Paris zum Beispiel, Autos über 1,6 Tonnen oder 2 Tonnen? Ja, theoretisch müssten wir das in Deutschland ja auch richtig finden. Diese scheiß grüne Plakette da vorne, die du aufgeklebt hast. Die 4 ist ja auch nichts anderes als möglichst nur umweltfreundliche Autos in die Innenstadt rein. Aber was für ein Witz, dass Elektroautos sich das aufkleben müssen, oder? Eben. Ist das nicht ein Witz? Absolut. Absolut. Das konnte ich gar nicht glauben damals am Straßenverkehrsamt. Es geht ja um den Abgasnorm. Was für Abgase, Alter? Ja, welche Abgase? Welche Abgase? Ja, aber Sie können ja auch kein E-Kennzeichen haben, aber ich habe ja ein E-Kennzeichen, Mann. Naja. Naja, genau. So ist es. Es ist eine Übergangsphase und ich finde es total spannend, dabei zu sein und irgendwie zu gucken. Du bist hier ein Prominenter. Wie sieht es bei den anderen prominenten Kollegen aus? Wie stehen die zu der E-Mobilität, ohne Namen zu nennen? Ist die E-Mobilität dort auch schon angekommen in der Prominenz oder eher weniger? Also ich glaube, es gibt da einige Leute, die, glaube ich, sehr progressiv sind und die sich sehr dafür interessieren. Mhm. Und dadurch, dass ja Elektromobilität zurzeit immer noch im hochpreisigen Segment ist, also die ganzen SUVs und so, das passt dann schon sehr in diese Zielgruppe. Ich weiß von einigen Kollegen, die Elektroautos fahren. Und ich glaube, meine erste Begegnung überhaupt mit vollelektrischen Fahrzeugen hatte ich auch bei einer prominenten Kollegin, die damit vor vielen Jahren schon rumgefahren ist und das irgendwie gemacht hat. Und da geht es dann aber gar nicht so sehr um die Fahrzeuge, sondern eher um die Idee, neue Gedanken praktisch auszuprobieren. Thema Wasserstoff, auch schon mal damit beschäftigt? Rein logisch. Warum? Warum? Energieaufwand ist viel größer. Warum? Genau. Aber so, bei Thema Schiffen und eventuell Flugverkehr, wenn die Technik das zulässt, immerhin besser als Kerosin. Genau. Also wenn das funktioniert, klar, wegen des Gewichts und so natürlich. Thema E-Fuels. Die ganze Diesel-Lobby, Verbrenner-Lobby. Ja. Es ist unlogisch, es macht keinen Sinn. Und man muss sich nicht lange damit beschäftigen, um zu checken, klar, das ist ein Geschäftsmodell für einige Leute, aber im Vergleich zum E-Auto und der reinen Strom-ins-Auto-Technologie nicht effizient. Es ist nicht effizient. Warum solltest du das machen? Warum? Es ist ein Zwischenschritt dazwischen und das machst du nur, weil du, keine Ahnung, noch Fabrikationsanlagen hast oder so. Es gibt nichts, was effizienter ist zurzeit als das hier, als dieses Konzept. Mhm. Rein ganz logisch. Das heißt, so wie ich das jetzt raushöre, du bleibst bei der E-Mobilität. Auf jeden Fall. Du empfiehlst das auch weiter. Ich auf jeden Fall. Und ich finde das... Aber jetzt, Entschuldigung, ja? Jan. Jetzt kommen die ganzen Leute und sagen, wer soll sich das denn leisten? Ich verdiene nur 3.000 Euro im Monat, brutto oder keine Ahnung. Thema gebrauchte E-Autos, Thema Leasingrückläufer.
keiner traut sich, obwohl so eine Batterie hat aber 8 Jahre Garantie oder bis zu 150.000 Kilometer Garantie. Ich bin immer so ein Befürworter. Wer umsteigen möchte, der kann auch ruhig und soll ruhig zu den Gebrauchten greifen. Ich finde das auch unproblematisch. Ich habe eigentlich nur Gebrauchtwagen gefahren bislang. Mhm. Das einzige nicht gebrauchte Auto ist ein neues, gekauftes Elektroauto. Okay. Und ich habe noch nie ein Auto gekauft. Ungelogen jetzt? Noch nie in meinem ganzen Leben. Hattest du mal einen Jaguar? Ich habe mal gehört, du hast einen Jaguar gehabt. Das ein altes. Das habe ich mir irgendwann erzählt, aber ich erzähle auch wahnsinnig viel. Okay. Einfach nur just for fun, weil es einfach lustig ist zu sehen, was Leute dann daraus machen. Aber es ist, ich habe noch nie Autos besessen, so richtig, immer nur also neue Autos. Mhm. Und ich finde Gebrauchtwagen, auch wenn du dir anguckst, was elektrisch jetzt, kommt immer mehr drauf, was elektrisch gibt. Bevor die Batterie kaputt geht, sind die Sitze durch. Ehrlich, es ist so. Bevor die Batterie kaputt geht, sind die Sitze durch. So, lieber Jan. Oh Gott. Hey, Tarek. Oh. Ah. So, jetzt. Lieber Jan, ich sage immer, wenn es langsam zu Ende geht, wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ich danke dir herzlich, dass du dabei warst. Vielen Dank. Ist so ein cooler Mann, ne? Ungelogen. Der hat so einen großen Platz in meinem Herzen jetzt, weil du hier mitgemacht hast. Ach komm, du hast auch einen großen Platz in meinem Herzen, weil du seit Jahren mit deinem Elektroauto durch mein Herz durchfährst. Mit unterschiedlichen Autos. Mit dem Fiat 500 haben wir, als die Kamera gerade zu heiß geworden ist, haben wir dann auch drüber gesprochen. Ey, Fiat 500, mega Auto auch. Ja, ne, mit dem waren wir in Italien übrigens. Du guckst Elektrobikes? Ja, auch schon lange, seit wir uns getroffen haben in Erfstadt. Okay, und ehrlich, ich finde, Elektroautofahren ist auch Kommunikation mit anderen Elektroautofahrern, weil man ist eine Schicksalsgemeinschaft irgendwie. Man hat dieselben Herausforderungen, dieselben Gespräche im Freundeskreis, dieselben Gespräche im Verwandtenkreis, dieselben Argumente, die man... Nein, es ist nicht schlechter. Ja, man gewöhnt sich dran. Es ist wirklich mega. Es ist entspannt. Nein, wir bleiben nicht liegen. Obwohl, ich bin einmal liegen geblieben. Nein, erzähl. Pass auf. Erzähl. Weihnachten, erster Weihnachtsfeiertag. Es war der erste Weihnachtsfeiertag vor 3 Jahren in der Pandemie. Okay. Und... es war der vierte Advent. Nochmal. Es war der vierte Advent in der Pandemie vor 3 Jahren. Ich hatte mir einen Tesla ausgeliehen, hatte noch kein Elektroauto und bin vom Flughafen Berlin-Schönefeld losgefahren. Okay. War in der Stadt und habe gedacht, okay, ich mache ein paar Besorgungen in Berlin in der Stadt. Das schaffe ich noch wieder zurück. Und fahre dann zurück und denke so, 10%, wie lange das wohl hält. Das wird bestimmt noch reichen. Und merke dann, es geht immer weiter runter. Es ist kalt draußen. Ich habe mich offenbar verschätzt und bin dann wirklich... Hab dann geguckt, wo ist die nächste Ladestation, bin da hingefahren, irgend so ein weirdes Landhotel, wie diese komischen Tesla Supercharger oft so sind in so an Hotels. Ah, Destination Charger Supercharger. Nee, Destination Charger. An Hotels, die nicht mehr so gut laufen, wo man dann denkt, man hat eine tolle Raststätte, aber die Hotels sind oft schon zu, aber die Destination Charger, die stehen da noch. Und dann bin ich dran vorbeigefahren, hab die Ausfahrt verpasst und bin dann liegen geblieben. Und hab dann angerufen bei der Pannenhotline und dann kam ein sehr netter Typ, der mich geschleppt hat zum Destination Charger, wirklich nicht weit, 3 Kilometer einmal rum. Und dann wurde ich da abgeladen und war das größte Arschloch am Destination Charger, weil die mich am vierten Advent, also kurz vor Weihnachten, und wurde dann da abgeladen, wo diese ganzen Geschäftsreisenden standen. Und die waren sowieso abgefuckt, weil das einer dieser Destination Charger ist. Je mehr Autos da stehen, desto geringer die Bandbreite für alle anderen. Also ja, jeder, der noch dazukommt, macht das Laden für alle anderen langsamer und alle waren mega abgefuckt. Und das war, da bin ich einmal liegen geblieben tatsächlich. Das waren die alten V2 Supercharger. Richtig. Nämlich, genau. Die mussten die Ladeleistung teilen. Genau. Und das, übrigens, Destination Charger auch im Ausland. Wie ich schon rausgefahren bin, dachte, geile Ladestation, das ist an einem tollen Hotel, da kann man schnell laden. Und dann war das Hotel aber schon zu, man konnte nicht rein. Und das waren nur so verlassene Ladestationen in so einer weirden Gegend. Alles nicht so schön, aber ey, man macht es gerne mit. Weißt du, was ich bald mache? Hm? Großes Thema bei Elektrobikes. Thema Sicherheit. Thema sichere Ladeplätze. Ich werde nachts mit dem Kia hier rausfahren und ich habe mir schon ein paar Ladeplätze ausgesucht, wie damals hier bei uns. Ne? Und ich möchte mal zeigen, wie die E-Mobilität nicht funktionieren sollte, nämlich ne, wie es nicht gehen sollte, wenn man nachts als Frau oder als Mann, sogar ich hätte Schiss, nachts da zu laden. Also da gibt es einige Ladepunkte, das ist echt ein Riesenthema. Ja, und es sind leider auch nicht die geilen Ladestationen, sondern wirklich diese alten geförderten, wo man auch nicht mehr weiß, ob die funktionieren oder nicht. Ja, genau. Und wenn du nun mal mit 3% da ankommst, dann bist du da nun mal angewiesen drauf. Ne? Wie sieht deine Notfallausstattung aus? Hast du auch immer ein 10-Meter-Kabel mit drin? Und Ich habe einen mobilen Adapter, das ist mein Kanal.
Partner möchte ich jetzt nicht nennen. Egal. Ne, weil du ja dabei bist und keine Marken. Kanalpartner, immer guten Partner zu haben. Ja, genau. Auf jeden Fall M2Go, mobile Wallbox. Link ist unten. Gibt auch noch andere. Gibt auch noch an. Sigma, wie heißt die nochmal? Es gibt auch noch andere. Schuko. Okay, Jan. Na, ey. Aber bei mir auch 20 Meter Kabel, ja. Den Konverter und mobiles Lade und auch, dass ich an Starkstrom mich irgendwo an Industriegebiet an rumhängenden 16 Ampere. Ja, rumhängende Starkstromanschlüsse, alles schon gemacht. Ja, aber schadet nicht, ne? Wenn es darauf ankommt, dann bist du froh, die Kiste dabei zu haben. Das ist mega geil. Es ist so ein bisschen wie Survival, aber auf der Autobahn. Meine Frage war: Ja, 2024, wo geht's in den Urlaub? Was ist geplant? Das ist, es geht auf jeden Fall wieder mit dem Elektroauto, aber wohin genau, weiß ich noch nicht. Also das hängt so ein bisschen davon ab, was günstig noch, ob es irgendwie günstig noch irgendwelche Airbnbs gibt oder sowas. Also ich weiß noch nicht. Ich finde, Süden habe ich jetzt schon, Südosten habe ich auch schon. Italien bin ich, muss ich leider sagen, kein großer Fan von. Warum? Gelato, Dolce Vita, so, alles super. Cappuccino. Ich weiß, aber ich finde es ein bisschen überbewertet. Ich finde Südosteuropa super. Südosteuropa? Balkan, okay. Richtung Albanien runter, Slowakei, okay. Montenegro, Kroatien. Bosnien. Mhm. Das finde ich eher gut. Vielleicht bis nach Griechenland mal. Also warst du schon mal in der Türkei? Noch nicht. Nee. Zurzeit auch schwierig noch. Ich warte, bis der Präsident weg ist und dann bin ich der Erste, der hinfährt. Das kann auch dauern, Jan. Das kann auch. Hast du schon mal einen Döner gegessen? Das ja, da muss ich glaube ich aber vorher politisch mich nirgendwo schlau machen, das ist klar natürlich. Okay. Hat es dir denn geschmeckt? Es hat mir sehr gut geschmeckt. Ich bin aber eher Adana. Adana Kebab, oh, lecker. Adana Kebab ist mir lieber als ein Döner. Döner ist mir zu gewöhnlich. Okay. Wenn jetzt inzwischen schon deutsche Fußballspieler mit polnischem Migrationshintergrund aus Bergheim anfangen, Dönerketten aufzumachen, wie viel Türkei ist dann wirklich noch im Döner drin? Frag ich dich jetzt mal. Wenig. Ja, wenig. Und vor allen Dingen wird in der Türkei auch viel weniger Döner gegessen, als man denkt. Ja. Da ist es nämlich mehr Kebab und so ganz andere. Also Adana, ne, also wirklich, ich weiß nicht, ob du schon mal im Kebabland warst, mein Lieblingsland. Ja, klar. Na klar. Das ist wirklich, wirklich Hammer. Gut. Kurdisch geführt, aber gibt auch natürlich... Aber auch immer so eine Riesenschlange davor. Ja, weil irgend so ein Medienwechsel gesagt hat, dass da gut ist. Aber es ist auch gut. Ja, es ist wirklich gut. Ja, es ist auch gut. Okay, mein Lieber. Ey, Tarik, nochmal. Was sollen die Leute mit dem Kanal machen? Abonnieren, lasst ein Like da. Und auch Dislikes sind gut für den Algorithmus. Aber ich weiß, wenn ihr ein Dislike gebt, dann ist nicht für Tarik, sondern für mich. Hauptsache Reaktion, damit es nach oben gepusht wird bei YouTube. Vieles, Leute, ganz ehrlich. Privat sind die Menschen immer viel besser, als ihr denkt. Und ich sage, das ist ein gutes Schlusswort. Bis zum nächsten Video. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Darauf noch eine Pepsi. Noch eine Pepsi? Eine Mirinda. Okay, bis dann. Fahrt Elektroauto, ist wirklich besser. Jo. Oder Fahrrad. Oder Straßenbahn. Oder zu Fuß. Oder zu Fuß. Ist vielleicht bei mir. Ja. Okay, ciao.